gestern auf der Landespressekonferenz habe ich ganz am Anfang davon gesprochen, dass wir uns in einer extremst dynamischen Situation befinden, dass Zahlen, Situationsbeschreibung, die man nachmittags liefert, am nächsten Tag, wenn es gedruckt wird, schon wieder von der Zeit überholt sind faktisch. Und ich habe Sie einfach hier eingeladen, um zu informieren, dass sich die Lage noch mal dramatisch verändert hat und die Ankunftszahlen, aber auch die Zahlen der Menschen, die wir unterbringen müssen und wollen, sprunghaft gestiegen sind. Ich habe gestern ganz bewusst mich entschieden, die Nachtschicht bei unserem Krisenstab mitzumachen, um mir auch ein Bild von der Lage zu machen und glaube, das ist wichtig. Wichtig ist, um auch die Dimension und was die nächsten Tage ansteht, zu verstehen, das mal zu verdeutlichen und was für eine Informationslage wir arbeiten. Also wir haben ja das Ankunftszentrum als Anlaufstelle und hatten immer gesagt, dass von dort aus in dann Unterkünfte weitergeleitet wird. Es kommen täglich Züge. Allein heute kommen zum Beispiel 5 Direktzüge aus Warschau nach Berlin. Wir bekommen dann kurz bevor die Züge in Berlin ankommen, eine Information von der Polizei, wie viele Menschen in diesen Zügen sind. Was wir nicht wissen ist, wie viele davon wirklich ukrainische Kriegsflüchtlinge sind. Was wir nicht wissen ist, wie viele von denen bereits Verwandte, Bekannte haben, die sie direkt am Bahnhof abholen. Sodass man also in einer Situation ist, wo sehr schnell reagiert und nachgesteuert werden muss. Das hat gestern Abend auch, kann man sagen, die Mission, dass jeder, der ein Bett bekommen musste, auch eins bekommen hat, auch geklappt. Aber das ist schon eine besonders spontan, also eine besonders kurzfristige Situation, jeweils wo auch in sehr kurzer Zeit reagiert werden muss. Es gibt am Hauptbahnhof einen Infopoint, der ist schon vor Tagen von Ehrenamtlichen ins Leben gerufen worden. Den sind wir unendlich dankbar. Die sind seit Tagen da im Einsatz. Wir haben jetzt auch entschieden, dass wir dort unterstützend mit reingehen, dass das Deutsche Rote Kreuz dort ist. Unsere Mitarbeiter werden jetzt dort auch sein, einfach, dass wir auch immer ein direktes Ohr vor Ort haben. Und dann gibt es dort von diesem Informationspoint aus Shuttlebusse, die dann weitergeleitet werden zum Ankunftszentrum. Ich will Ihnen aber, um die Dimension zu verdeutlichen, auch nochmal Zahlen nennen. Im Laufe des Montags haben wir 350 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine über das Ankunftszentrum verteilt untergebracht. 350. Ein Tag später haben wir rund 1400 Menschen über unsere Strukturen LAF und Krisenstab untergebracht. Das heißt, von einem Tag 350 zu 1400, das ist faktisch eine Steigerung um den Faktor 4. Und ich nenne hier nur die Zahlen der Menschen, die über unsere offiziellen Landesstrukturen untergebracht werden. Wie viele Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine ankommen, das würde ich Ihnen gerne sehr genau sagen. Aber wir kriegen erstens kein Lagebild vom Bund, keine Information diesbezüglich. Und es liegt vielleicht ein bisschen in der Natur der Sache, dass die ja hier einfach visafrei einreisen können, was sehr gut ist. Aber was dazu führt, dass wir noch nicht abschätzen können, wie viele dann hier sind, wenn der Prozess der offiziellen Registrierung losgeht, sich melden müssen. Wir haben natürlich jetzt entsprechend die Schlüsse daraus gezogen, Krisenstab aufgestockt und so weiter. Und Berlin kommt nicht umhin, wirklich eine großflächige Struktur da zu schaffen. Und man muss sich auch auf einen deutlichen Anstieg der Zahlen einstellen. Dass das bisher so gut zu bewältigen ist, liegt natürlich zuallererst an dem Einsatz von Ehrenamtlichen und den vielen, die da auch privat Betten zur Verfügung stellen. Wir sagen aber auch ganz klar als Land Berlin, wir nehmen hier unsere Aufgabe wahr, dass alle, die eine Unterkunft brauchen, auch eine entsprechende bekommen. Um das nochmal einzuordnen, was immer wieder deutlich wird, dass Berlin für viele Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine das Tor nach Europa ist. Sie kommen erstmal hier an. Einige brauchen bloß eine Unterkunft für einige Tage, um zur Ruhe zu kommen, um dann weiterzuziehen. Andere bleiben hier und was wir von einzelnen Gesprächen auch wissen, einige gehen auch davon aus, dass sie sehr lange hier bleiben werden müssen. Wir haben, um das auch nochmal deutlich zu machen, auch kein Instrument, um alle, die hier angekommen sind, jetzt zu einer Registrierung zu bringen. Das heißt, wir können Ihnen die Zahl gar nicht liefern, wie viele hier angekommen sind. Was wir immer nur wissen, ist, wie viele Menschen über unsere Unterkünfte verteilt sind. Ich möchte aber auch noch politisch was loswerden. Ein Sprecher des
BAMF, also des Bundesamtes für Migration, hat gestern Morgen gesagt, er rechnet mit nicht vielen Flüchtlingen nach Deutschland. Also ich kann nur sagen, wer der Meinung ist, es kämen nicht viele, den lade ich gerne zu einer Nachtschicht in unserem Krisenstab oder an den Infopoint am Hauptbahnhof an. Wir haben hier einen unglaublichen sprunghaften Anstieg und wir werden uns auf mehr einstellen müssen. Das ergibt sich auch einfach aus der Entwicklung des Krieges, der zunehmenden Aggression auch gegen Zivilistinnen und Zivilisten. Das ist die Lage, über die wollte ich Sie informieren. Die gute Nachricht ist, alle konnten diese Nacht untergebracht werden. Wir haben auch, weil es noch keine offizielle Registrierung gibt, auch keinerlei Instrumente, dass man irgendwie eine bundesweite Verteilung über die unterschiedlichen Bundesländer hinbekommt. Umso erfreulicher, das will ich an dieser Stelle auch mal sagen, war gestern die Erfahrung der Kontakte mit Brandenburg, wo es auch eine unglaubliche Hilfsbereitschaft gibt, auf die wir auch heute und in den kommenden Tagen stärker zurückgreifen müssen. Also es gibt da, glaube ich, das war gestern Abend ein weiterer Schritt für die engere Zusammenarbeit zwischen Berlin und Brandenburg. Also da läuft gerade jetzt, während ich hier spreche, sind Leute aus meinem Stab vor Ort und machen die Begehung. Aber wir werden das erst bekannt geben, wenn wir es definitiv auch vertraglich abgesichert haben. Ich kann vielleicht noch mal Ihnen sagen, auf welchen Bezirken und Straßen wir jetzt erstmal weitere Unterkünfte eröffnet haben gestern. Das eine ist in Neukölln auf der Emserstraße. Das andere ist, die ist ja dann gestern schon öffentlich geworden, ein ehemaliges Containerdorf, Großkotstraße in Pankow, der Rohrdamm in Spandau. Dann haben wir die Gubener Straße in Friedrichshain. Dieses Objekt war früher mal ein Hostel, war aber dann schon nicht mehr in Betrieb und war eigentlich als nächste Quarantänestation geplant und vorbereitet. Wir haben jetzt auch nochmal auf dem Gelände oben im Arkutz ein Gebäude, was eigentlich als Überlaufkapazität für die Quarantänestation war, auch gestern wieder aufgeschlossen und in Betrieb genommen. Also dass Sie so eine Ahnung haben, auf was für Liegenschaften und Objekte wir gegenwärtig zurückgreifen. Es wurde dann auch sichergestellt, dass es für alle Betten gibt und eine Versorgung. Aber das ist natürlich jetzt alles auch sehr schnell aus dem Boden gestampft. Na, das ist ein laufender Prozess. Also das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheit hat die Aufgabe, weiter zu akquirieren. Wir haben gestern auch dank persönlichen Einsatz der Ministerin Nonnenmacher aus Brandenburg jetzt auch mehrere Adressen und Zahlen aus Brandenburg, die dann heute und morgen, in den folgenden Tagen genutzt werden. Das ist ein laufender, das ist ja nicht statisch, dass wir sagen, so und so viele Plätze haben wir und mehr können nicht kommen, sondern es ist vollkommen klar, es muss immer wieder sichergestellt werden, dass erfordert viel Einsatz. Wir sind auch in Absprachen mit den Betreibern der privaten Bettenbörse, dass wir das noch stärker implementieren in die Ankunftsprozesse. Ich habe jetzt sehr viele Adressen genannt. Ich wollte noch mal sagen, für alle, die ankommen, die sollen nicht selbstständig zu irgendeiner vermuteten Unterkunft laufen, sondern es gibt zwei Adressen, die ich jetzt sagen kann. Das eine ist der Infopunkt am Hauptbahnhof. Da sind eher die Ehrenamtlichen, aber das sind jetzt auch Sanitäter und die Bettenbörse ist dort. Und wie gesagt, die offizielle Struktur für uns ist weiterhin das Ankunftszentrum, weil von dort aus dann Verteilung stattfindet und dort auch die erste Aufnahme stattfinden kann. Ja, klar sind es deutlich weniger Männer. Es gibt ja eine Generalmobilmachung, ältere Frauen, Kinder. Ich habe gestern auch die Nachricht erreicht, dass ein Bus mit 120 jüdischen Waisenkindern aus Odessa und 30 Begleitern auf dem Weg nach Berlin ist. Das hat die jüdische Gemeinde hier mit organisiert. Da laufen auch gerade die Prozesse, dass man für die eine Unterkunft hat. Aber das heißt, wir kriegen jetzt auch Nachrichten, weil gestern ging ich noch davon aus, wir haben faktisch nicht die unbegleiteten Minderjährigen, aber jetzt kam auch gestern im Laufe des Tages die Nachricht, dass jetzt nachdem die Bomben ein Waisenhaus bedroht haben, die sich auf eine auch für sie gefährliche Fahrt Richtung Berlin gemacht haben. Wir hatten auch noch das Jugendgästehaus der Stadtmission am Bahnhof ist da noch. Aber nochmal, also ich wollte jetzt keine Geheimniskrämerei draus machen, weil ich glaube, in diesen Zeiten ist immer größtmögliche Transparenz sinnvoll. Vielleicht können Sie darauf achten bei der Berichterstattung, dass nicht das Chaos entsteht, weil jetzt alle wohin rennen und die aber just voll sind. Also der Überblick, wo was ist, der ist nach wie vor im Ankunftszentrum und bei unserem Krisenstab, die da eine Standleitung haben. Wir brauchen was, also zum einen kann das sein, dass Sie
aufenthaltsrechtlich ganz anders eingestuft werden, wir dann eine ganz andere Anmeldeschiene brauchen, als das bei denen ist, die jetzt im A-Kurz ankommen. Und ich glaube, wer da jetzt Vorschläge macht, unterschätzt ein bisschen die Dynamik und den Umfang der Logistik. Also wie gesagt, solange das alles auf der Ebene lief, wie das gestern und am Wochenende war, hätte ich gesagt, ja, kann man. Aber wir ahnten ja, dass es über kurz oder lang ansteigen wird. Und ich habe Ihnen ja den Faktor genannt, von vorgestern zu gestern mal 4. Und dann kann es sein, dass dass man was deutlich Größeres braucht. Das sind die normalen Züge. Also heute, wie gesagt, sind es 5, die direkt durchfahren. Und dann gibt es aber noch andere Ankunftswege. Also die kommen natürlich mit Bussen auch an. Und es gibt auch welche, die dann in die Regionalzüge steigen. Also wir haben jetzt immer so die Orientierung auf die Ankunftszeiten. Der erste heute kam kurz nach 10 an. Und der letzte 22.15 Uhr gestern Abend war der letzte, weil er Verspätung hatte, nach 23 Uhr da. Na, gestern ging es sehr schnell weiter. Also da war man erstmal in die Kantine, vielleicht einen Kaffee trinken so, und dann ist es gleich weiter verteilt worden. Einige konnten auch vor Ort bleiben, weil wir dann ein weiteres Haus aufgeschlossen hatten, was eben vorher Quarantänestation, Überlaufkapazität war. Aber gestern spät am Abend gab es dann, auch weil es eine logistische Situation gab, wo das gepasst hat, wo wir direkt einen Bus vom Bahnhof dann beim letzten Zug direkt zu einem Objekt gefahren haben. Das wird immer dann auch ein bisschen operativ entschieden.